Warum Paul Rudd zum Sexiest Man Alive gekürt wurde? Weil er ein Heilender mit Jungbrunnen ist, der nicht altert. Das Marvel-Star Paul Rudd, 52, die Trophäe als Sexiest Man Alive von Vorjahressieger Michael B. Jordan, 34, erben würde, hatte wohl niemand auf dem Schirm. Gute Chancen wurden dieses Jahr eigentlich Ruths Avengers Kollegin Chris Evans, 40, eingeräumt. Dass Captain America letztendlich aber kein Land gegen den Ant-Man sehen würde, stand schon länger fest. Zumindest, wenn man sich die besten Netzreaktionen zu der Wahl zu Gemüte führt. Chris Evans zieht den Kürzeren, in der Tat wurde der Zweikampf schon zuvor entschieden. Unzählige Male wurde seit Ruths Wahl ein alter Clip geteilt, in dem US-Komiker Billy Eichner, 43, eine Fußgängerin unvermittelt fragt, mit wem sie lieber Sex haben würde, Chris Evans oder Paul Rudd. Wie aus der Pistole geschossen antwortet sie, Paul Rudd, ganz sicher. Er ist aus Clueless und er altert nicht. Erst nach ihrer Antwort fällt der Frau auf, dass sowohl Rudd als auch Evans direkt vor ihr stehen. Während Rudd sich noch ein paar Komplimente mehr anhören darf, wird Evans mit den Worten weggescheucht, kannst du bitte abhauen? Runde Klammer Punkt 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 Runde Klammer. Lass die schönen Menschen miteinander reden. Apropos Clueless, die Komödie von 1995, in der Rudd die Figur Josh Lucas spielt. Ein Twitter-User hat nochmal nachgerechnet, verdammt, es ist 26 Jahre her, seit Clueless Premiere feierte. Aber das sind nur 6 Monate in Paul Rudds Zeit, ewiger Kampf mit Jared Leto, überhaupt ist sich das Netz einig darüber, dass der Schauspieler trotz seiner 52 Jahre nicht altert. Ein Künstler stellte sich etwa vor, wie die Avengers in rund 30 Jahren aussehen könnten. Der Ant-Man sieht natürlich weiterhin wie auf dem Cover des People-Magazins aus. Dazu schrieb ein anderer User, ich kann einfach nicht glauben, dass sie ein Foto aus dem Jahr 1994 für Paul Rudds Sexiest Man Alive Cover hergenommen haben.